Gestern, Samstag, war ein cooler Tag. Unsere orangenen Team Alos Caps sind radikal ausverkauft, waren auch nur 75 Stück. Deswegen halb so wild. Heute gibt es bei uns dieses schwarze Cap, auch nur 75 Stück. Leider wird es jetzt wahrscheinlich schon spät sein, dass ihr euch jetzt noch ins Auto setzt und hierher kommt. Macht aber nichts. Vielleicht habt ihr irgendeinen Kumpel, der hier ist. Kommt vorbei, holt euch ein Cap ab. Jetzt aber wieder zurück zum Video. René und ich haben gerade ein bisschen überlegt, wo wir heute hingehen. Und dann ist mir eingefallen, direkt bei uns gegenüber ist Aulinski Tuning. Aulinski Tuning kenne ich auch erst seit einem Jahr. Wir waren letztes Jahr relativ nah aneinander, also wir waren auch in derselben Halle. Das ist eine wirklich coole Truppe von Jungs. Ich glaube, es sind drei Brüder. Ich kenne zumindest nur die drei Brüder, vielleicht gibt es auch noch mehr. Und die betreiben zusammen wirklich intensiv BMW-Tuning, was für mich komplett Neuland ist. Ich habe wirklich von BMW gar keine Ahnung. Die Modelle kenne ich natürlich so ein bisschen. Aber ich glaube, das macht es umso interessanter, weil ich dann nämlich auf jeden Fall ein paar coole Fragen die Jungs fragen kann. Also wir gehen jetzt einfach mal rüber. Es ist nicht weit. Und dann schauen wir mal, was BMW so zu bieten hat. Maskottchen aus Altmetall. Er hat noch keinen Namen, also wenn ihr einen passenden Namen dafür habt, schreibt es einfach in die Kommentare. So, hier sind wir bei den Aulinski-Brüdern. Wir gucken, ob sie Zeit haben oder ob wir nochmal wiederkommen. Ist immer nicht so einfach auf der Messe, man muss immer gucken, dass die Leute auch Zeit haben. Servus! Weil heute ist ja auch mal los. Wir machen mal kurz die Musik. Jetzt wird's besser. Allererste Frage: Seid ihr drei Brüder oder noch mehr? Nein, drei, drei. Nein. Schwester? Nein. Nur ihr drei Brüder. Ja, also über mir, wir sind auch drei Brüder in Summe. Ja, coole Sache. Ich habe schon mal so ein bisschen angefangen, habe schon mal erzählt, dass wir uns jetzt seit, ich glaube, einem Jahr oder so seit der letzten Messe kennen. Ja, so ungefähr kann man sagen. So, aber dass wir hier so ziemlich aktiv im BMW-Bereich sind. Ja, auf jeden Fall. Übermäßig BMW. Aber zwar auch andere Geschichten, aber ich weiß, was wir machen mit BMW, da haben wir uns dann immer drauf eingeschleicht. Ich selber habe schon gesagt, ich habe gar keine Ahnung von BMW. Das ist so eine der wenigen Marken, die mich jetzt zwar schon interessieren, ne, aber wo ich einfach auch noch nie dran geschraubt habe oder irgendwas. Ja. Deswegen. Ja, erzähl mal ein bisschen was, was ihr macht, wie lange euch es schon gibt. Ja gut, also ich sag mal, geben tut es uns schon ganz lange. Also unser Vater hat das Business schon vor 30 Jahren angefangen im Kfz-Bereich. Haben dieses Jahr 30-jähriges Jubiläum, kann man sagen. Auch schon die ganze Zeit über den Namen Aulinski Tuning? Nee, Kfz Aulinski war eigentlich die Ursprungsfirma. Daraus ist dann aus meiner Blödelei, weil ich halt gedacht habe, okay, Tuning habe ich schon immer Bock gehabt. Ich habe Roller getunt früher mit 23 PS am Hinterrad und so mit 15. Das war eigentlich so der Startup von dem ganzen Blödsinn. Dann habe ich Mopeder getunt, also 125 Kubik, dann gingen die Autos los. Das kam halt alles so nach und nach. Und ja, dann irgendwann ist halt mit den Autos dann alles so Step by Step nach oben gegangen komplett. Und wann habt ihr so richtig mit dem Tuning angefangen? Also ich würde sagen, so vor 7 Jahren. 7 Jahre schon. Okay. Ja, so ja, wir haben immer halt nur so ein kleines Ziel gemacht. Wir hatten halt auf den Foren ziemlich viele Impffahrer, wo über das Forum einfach ziemlich viel gekommen ist. Und da haben wir nie Werbung gemacht, weil es immer gepasst hat, aber irgendwann. Und ihr seid also eigentlich so ein typischer, perfekter Familienmitglied. Ja, kann man sagen. Ja. Also drei Brüder, meine Frau, meine Mutter, mein Vater. Wie habt ihr das so aufgeteilt? Wer macht was? Seid ihr alle am Schrauben oder einer schraubt, einer macht nichts? Ja, es war über die Jahre, habe ich alles so rauskristallisiert. Also ich gucke momentan eigentlich fast nur noch Büro, mache Softwareoptimierungen halt und mache Bürodienst, nehme die Kunden in Empfang, mache Probefahrten und Qualitätssicherung. Der Domi, der hockt ja auch unter drüben, der Kleine, der macht eigentlich nur noch Schrauben. Also der macht Rolllagerwechsel in einem rasanten Tempo, wo ich mir denke, krass, das habe ich auch nicht so in der Schnelligkeit gefühlt. Man kann das gut auf Instagram immer verfolgen. Ja. Gefühlt macht ihr so ein Joy-Lagerwechsel am Tag, so ungefähr. Ne? Ja, so ungefähr kann man sagen. Also etliche in der Woche. Dann mein anderer Bruder, der Daniel. E92 war es, M3, ne? Ja, E92, M3, V8 oder V10 vom E60 M5 zum Beispiel.
bei 46er3 halt auch ein bisschen anfällig. Gibt es da mal so typische Geschwisterstreitigkeiten oder läuft bei euch alles weg? Nein, auf keinen Fall. Also gibt schon immer mal ein bisschen Ärger. Ja, könnt ihr auch mit dazu. Also man ist immer nicht einer Meinung, ist doch klar. Pack schlägt sich, Pack verdrängt sich, heißt immer so schön. Nee, es gibt immer wieder mal Reibereien einfach so, aber es ist eigentlich dann nach Feierabend, macht es ein Bier auf und dann. Oh, macht ihr nur BMW oder auch andere Fahrzeuge? Nee, also wir haben einfach viel Audi auch in dem Bereich, Mercedes, AMG, eine deutsche Hersteller aufzulegen. Also da machen wir so rund um alles, sei es Service, Wartung, Instandsetzung, also da sind wir auch richtig stark. Motoren überholen, Getriebe instandsetzen, spülen, auch so normale Wartungssachen machen wir auch ganz, ganz gut. Also ihr macht wirklich auch alles. Ist egal, was kommt, egal, was kaputt ist, ja. Ihr repariert und tun quasi. Wir versuchen es auf jeden Fall, wenn wir es reparieren können, reparieren wir es, dann müssen wir halt neu machen. Also ich würde sagen, das reicht jetzt auf jeden Fall erstmal so zur Firmengeschichte. Ja. Was habt ihr so mitgebracht? Was kannst du uns zeigen? Was ist für den Zuschauer interessant? Ja, wir können anfangen. Wir haben den X5M dabei. Das ist eigentlich mehr so ein Standardding, bisschen Software, bisschen Downpipes, Abgasanlage, Felgen von Hamann, so Kleinigkeiten, also so Hausfrauen gebraucht, sag ich jetzt mal, das fällt auch von Enrico die Frau, das Fahrzeug, also fast perfekt. Dann unter dem 2, den kennen die meisten. Man sieht ja überall immer Akrapovic, ihr arbeitet viel mit Akrapovic. Ja genau, die Titananlage Akrapovic. Ist wahrscheinlich auch in deinen Augen das Beste, was man kaufen kann. Für mich ja. Ja. Also alles, was hier Akrapovic ist, ist immer Titan. Fast alles, ja. Wir haben so kleine Nischenprodukte mal mit einem Edelstahlprodukt, aber es ist eigentlich mehr so die Ausnahme. Das meiste, was hier ist, alles getan. Weil da kommt ja noch wieder dazu, das wäre so mein Traum für die Limo nochmal, wäre halt eine Titan-Auspuffanlage. Ja. Die Alu-Auspuffanlage ist zwar schon leicht, aber Titan wäre auf jeden Fall auch nochmal geil. Ja, muss man mal gucken, vielleicht kann man da mal irgendwann was machen. Wie ist das so gewichtsmäßig bei so einer X5M-Anlage? Oh, das ist eine gute Frage, da hast du mich voll erwischt. Aber ich denke mal so im Schnitt, ich glaube, die geben ja immer so Werte an. Ich meine, es waren so um die, ich würde nichts Falsches sagen, aber ich glaube 10 Kilo, glaube ich, leicht das umdrehen gewesen. Aber man merkt schon, wenn man wirklich mal die Originale rausnimmt und das einfach mal hebt, das ist schon krass natürlich. Weil ich hätte jetzt aus dem Bauhaus so gesagt, noch mehr. Ich hätte jetzt gesagt, die Titananlage wird wahrscheinlich irgendwas 10 Kilo wiegen. Ich glaube, bei dem Brocken hier, glaube ich auch, dass es wesentlich mehr ist wahrscheinlich. Also für eine Komplettanlage würde ich tippen, es wird wahrscheinlich irgendein Zuschauer gleich eh wissen und reinschreiben. Ich vermute, wenn in den Kommentaren wahrscheinlich... Ich hätte aber gedacht, Komplettanlage garantiert eher so 20 bis 22 Kilo bei den Riesen. Bei dem auf jeden Fall. Hey, guck, da haben wir das schon. Oh, schau hin. Der Franz, bester Mann. Ja, genau die Mitte. Ja, nicht 20 Kilo, auch nicht 10 Kilo, sind 14,8 Kilo. Waren ja gar nicht so schlecht gelegen. Ja, stark. Danke. Genau, dann eigentlich so eins unserer bekanntesten Projekte, der M2. Da hatten wir ja schon vor 2 Jahren den M4-Motor eingebaut, den S55. Wir können aber rüberschauen, wenn wir wollen. Ich erinnere mich. Oh, jetzt Alarmanlage an. Ja, genau. Können wir mal rüber gucken einfach. Also ich erinnere mich, das Fahrzeug stand letztes Jahr auch schon auf der Essen Motor Show. Es ist halt unser M2 mit dem M4-Motor, was wir damals gebaut haben. Jetzt gibt es ihn ja einige in Serie zu kaufen als Competition. Ja, kompletter M4-Motor, Upgrade-Ladeluftkühler, Wasserkühlung, die Venturi-Ansaugsystem, Upgrade-Turbolader, also eigentlich so das volle Programm, Abgasanlage, Downpipes, was halt so zu machen geht halt, ist da eigentlich reingesteckt in das Ding, Fahrwerk, Felgen, Spoiler. Aber ist das soweit eine Technik, die Plug and Play da reinpasst oder musst du da schon auch alles umfriemeln, dass der Motor da reinpasst? Also es ging eigentlich, also ich sag mal, für so einen Umbau war es eigentlich ziemlich human. Also wir haben den ja vor 2 Jahren an der Essen Motor Show, hatten wir halt die Idee, eine Woche vor der Essen Motor Show, M2, okay, ist cool, aber dann hat man halt in einer Woche nach Feierabend den Motor da reingeklopft, das war nicht ganz lustig. War amüsant, aber hat gut funktioniert. Also bei uns halt, ich kann gut Elektrik, der eine macht halt immer viel so Anfertigung mit den Verhaltern und so, aber man muss alles komplett vom M4 übernehmen. Ja, und das ging aber eigentlich, war gut. Wir gehen mal einmal hier rum. Ihr seht da auf jeden Fall Venturi-Ansaugung, die habt ihr gestern im Video gesehen. Bringt wie viel PS bei dem Motor? Ja, also ich würde jetzt mal sagen, bei dem S55, wir haben jetzt nicht die mega Leistungsausbeute, aber was man halt bei dem richtig geil sieht, wir haben Lokfaden gemacht von der Ansauglufttemperatur und mit 2 gleichen Fahrzeugen auf der Bahn, haben die komplett in der Kennlinie quasi aufgenommen und man hat immer wieder gesehen, die Spitzen, was Ansauglufttemperatur immer wieder hochgeschnallt ist, war einfach mit der Venturi schön konstant, alles auf einer Linie und ist immer nur leicht gestiegen und abgefallen. Das ist halt bei dem genial, halt einfach
Habt ihr auch so ein geiles Ansauggeräusch? Ja, mega, das ist brutal. Das ist richtig, richtig fett. Also die Ansaugung ist cool. Ich weiß noch, letztes Jahr dachte ich, dass die Strebe auch nicht original ist. Die ist aber original bei den Dingern, ne? Bei dem nicht. Beim M4 ist die Serie. Wir haben die jetzt vom M4 auch übernommen. Ja, okay. Haben die Strebe umgebaut. Da oben ist auch noch eine ganz große Aluminiumstrebe drin. Die ist auch noch oben mit reingekommen und dann kann man die schön mit reinbauen. Dann passt es eigentlich, ja, nicht Plug and Play, aber ein paar Anpassungsarbeiten, dann ist es eigentlich auch drin. Hier seht ihr, ähnlich wie beim Lambo-Projekt, wasserkühlten Ladeluftkühler. Richtig. Serie bei dem Motor? Nee, also das ist von CSF, das komplette Kühlerpaket drin. Aber Serie ist Wasser. Ja, Serie ist das Wasser gekühlt, aber wir auch haben in dem Zweier, auch in dem Zweier ist auch schon ein Wasserkühler. Nur der S55, also der M2 mit dem N55 Motor hat einen ganz normalen luftgekühlten vorne. Und bei dem ist halt komplettes Wasserkühlsystem. Haben dann halt auch die Kühler geupgradet, also der Wasserkühler da vorne ist fast doppelt so groß. Der ist von der Netzanbindung her ganz anders, also da muss das gekühlte Wasser dreimal durch den Kühler laufen, also nicht nur rein und raus, sondern der durchströmt auch wirklich so dreimal, durchströmt das dreimal komplett in den Kühler. Auch ziemlich cool eigentlich, also haben wir jetzt auch, wir sind gerade auch noch viel am Testen, also was ist wirklich zusammengewachsen, halt, was für den Kühler spricht, und aber es sieht echt schon gut aus. Also, wie viel PS hat er jetzt, so wie hier steht? Er hat 620 PS und 850 Newtonmeter, so wie er da steht. Und wo seid ihr da ansauglufttemperaturmäßig? Ja, ist immer ganz unterschiedlich. Also so bei normaler Fahrt waren wir jetzt immer so bei 30 Grad im Schnitt immer gewesen. Allerdings, wir haben jetzt hier mit dem noch keine großartigen Aufnahmen. Das hören wir jetzt dann gut nach der S-Motorshow, ist es kalt, da ist alles gut. Aber ich denke mal, so im Sommer rein sammeln wir auf jeden Fall Werte, wenn es dann auch posten und raushauen. Das war eher dein Fachgebiet. Ne? Ich habe schon gesagt, ich habe absolut gar keine Ahnung von BMW. Okay, nee, ich fahre denselben Ladeluftkühler. Selbe Ansaugung sogar. Ihr habt es auch, glaube ich, schon mal getestet. Ne? Genau, ja, ganz genau. Ja. Ich wollte nur einmal Hallo ganz kurz sagen. Hallo, wir haben uns auch nicht gesehen. Aber wir sehen uns ja später bestimmt. Exakt, viel Spaß. Ja, danke, ciao. Ja, und dann gucken wir halt mal, was der Sommer so bringt. Also ein bisschen kräftig am Sammeln. Und dann gucken wir halt mal. Ich könnte mir vorstellen, dass das so eine richtige Fahrmaschine ist, dass das richtig Spaß macht. Ja, also... So kurzer Radstand, Heckantrieb, ja, und die Leistung muss ja eigentlich so für jemanden wie mich, der nur Allradfahren gewohnt ist, ist das wahrscheinlich so eine halbe Stunde und das Ding steckt in irgendeiner Leitplanke drin. Nee, also es ist schon mit Heck ausbrechen schon krass, aber... Wie ist das, wenn du ESP und alles komplett anlässt? Schafft ihr das mit dem Tuning noch komplett alles wegzuregeln, wie original? Ja, also er regelt es komplett weg. Also es ist eigentlich fast idiotensicher. Also wir haben ja auch spezielle Getriebesoftware drauf, Differential, DSG, ABS, auch alles umgearbeitet. Also alles komplett gut funktioniert. Also auch die Eingriffe sind weicher, es geht schon gut. Aber wenn man die Leistung auf die Straße bringen will, muss es komplett ausgeschaltet sein, alles. Sonst hast du auch nicht die volle Leistung. Also nimm Ladedruck raus, komplett ziehst du den Anzeiger rein, machst wie immer. Aber es blinkt nicht mal, aber nimm Ladedruck weg. Ja. Die Elektrik halt. Also, funktioniert noch richtig. Ja, aber jetzt, wenn wir die meiste Zeit mit dem richtig fahren, auch mal irgendwie am Nürburgring oder so, nehmen wir die Leistung runter, da gehen wir so auf 550 PS runter, 700 Newtonmeter, dann lässt sich auch auf dem Nürburgring oder auf dem Track vernünftig fahren. Alles andere ist halt für Track eigentlich zu viel. Also ihr seid auch eine Familie, die nicht nur wie ich gerade auswärts, sondern auch richtig Rennstrecke ballert. Nee, wir machen Serpentinen-Button, also mal richtig auf die Kacke hauen, auch mit ein paar Kumpels irgendwie so ausbutten mit so 10 Autos oder so. Dann mal am Nürburgring mal kurz eine Runde drehen, also dafür baut man es ja auch, Bremsen, Fahrwerk, andere Reifen drauf und so, also dafür macht man es ja auch eigentlich. Ja, cool. Ich würde sagen, wir gucken uns noch einmal das nächste Fahrzeug an, weil das ist ja auch ein bisschen spezieller. Ja, auf jeden Fall. Ich würde mal sagen, sieht aus wie DTM. Ja, spricht eigentlich was für mich. Ja, also wir haben ein M4 DTM-Fahrzeug da. War auch mal im Betrieb komplett. Der Fahrer hat jetzt auch, glaube ich, neuerdings aufgehört. Der fährt auch, glaube ich, jetzt nicht mehr. Es wurde jetzt halt ausgemustert, das Fahrzeug. Die haben jetzt für die Messe, also zum Ausstellen, haben die Motoren rausgenommen und die Innereien. Der Rest ist aber so, wie er hier steht. Komplett aus der DTM rausgenommen, dahingestellt. Eigentlich eine geile Aktion. So. Also, ist jetzt, halt kein Auto, wo ihr eigentlich was dran gemacht habt, ist ein reines Ausstellungsfahrzeug. Nee, das ging über Shell und BMW M-Power. Die haben uns das hier verschafft. Auch nochmal großes Dankeschön an der Stelle, falls das jemand sieht. Ich könnte mir vorstellen, für euch als BMW-Schrauber muss das doch so eigentlich so das Paradies sein, so ein Auto hier stehen zu haben, ne? Dass du immer mal so ein bisschen gucken kannst, ach, das würde ich auch gerne so bauen, das finde ich gut und das ist geil und so weiter. Ne? Ja, ist schon cool. Ja, die haben schon Witze gemacht, so, der Motor ist draußen, weil ich ihn sonst ausbauen würde und woanders nehmen würde. Aber Da ist da auch Turbomotor drin, ne? Saugmotor, ne? Eigentlich sind die gefahren mit dem Saugmotor, ja. Ja, aber jetzt neuerdings ja nächstes Jahr DTM, fahren sie alle nur mit Turbo. Ja, die Zeit halt einfach vor sich hin, ne? Ist halt so,
Zeit kommt und dann kommen halt auch die Turbomotoren auch in der DTM. Ne? Kann man nichts machen. Ja, sieht auf jeden Fall ultra krass aus. Ja. Wir werden das gleich auf jeden Fall nochmal in ein paar Bildern einblenden, damit ihr so ein bisschen ein Gefühl von dem Auto bekommt. Und ja, ich würde sagen, wir gucken noch einmal rüber. Ja. Und dann geht's weiter. Jetzt hätte ich fast vergessen, natürlich haben wir alles an Equipment mit, was es gibt für einen Ton, sei es ein Richtmikrofon, Funkstrecken oder. Ihr müsst aber die Tonqualität ein bisschen entschuldigen, weil wir sind halt in der Messehalle hier. Im Hintergrund seht ihr zum Beispiel Osram, die machen den ganzen Tag Halligalli mit ebenso Mikrofon, Musik, Lichtshow und so weiter. Deswegen, es geht leider nicht besser vom Ton her, aber wir geben wirklich unser Bestes. Das ist der Ladeluftkühler, der da drin ist, oder? Ja, genau. Ja, das, also hier ist der obere Kühler. Da vorne war der andere Wasserkühler, der vorne verbaut ist. Also das andere Package, so, was da reinkommt. Nur ein bisschen anders beschichtet einfach als Pulver. Ja, ja, ja. Bis wie viel PS kann man den verwenden? Gibt es da schon Erfahrung? Wann vorbei? Also ich weiß momentan, dass welche mit 800 PS was gebaut haben, aber da hatte ich auch noch keine Erfahrungsberichte. Das ist Ausland irgendwo. Ich warte mal auf die Daten, die kommen. Also die meinen, sie testen. Also wir haben original gefahren mit 800 PS. Wir wollen jetzt den Kühler komplett draufbauen. Ich bin gespannt. Wird man dann sehen, wie weit es geht. Ich sag mal, der ist jetzt nicht besonders groß, aber bei diesen Wasser-Luftkühlern, sage ich jetzt mal, die sind auch meistens von der Bauform her nicht so groß. Ne? Ja, ist ja meistens so, dass die immer ein bisschen kompakter einfach sind. Ja, ja, cool. Da haben wir noch einmal M5. Ja. Ja, es ist so, mein Fahrzeug, was ich halt immer fahre, eigentlich so, sag mal, Daily Pitch eigentlich. Nee, das ist zu schade, aber ich benutze den eigentlich für alles. Ich habe eigentlich an dem alles, was man jetzt so momentan verändern konnte, habe ich da ein bisschen verändert. Wir haben Downpipes geändert, wir haben softwaretechnisch einer der ersten, die hier Softwareoptimierung über OBD aufs Steuergerät und Getriebesoftware gemacht haben. Sind jetzt gerade so bei 760 PS und 1125 Newtonmeter. Erste Allrad von BMW im M5. Mega, also das funktioniert auch richtig geil. Wir haben jetzt Beschleunigungswerte gemessen von 0 auf 200 in 8,6 Sekunden. Ich denke, ist jetzt schon mal für die ersten Steps, die wir jetzt da gemacht haben, schon richtig schnell. Was wiegt so ein Auto? Der wiegt fast 1,9 Tonnen, also es ist schon, ja, ist schon ein schnell, Koloss. Ja. Ist schon echt Wahnsinn. Ja. Wir haben ein bisschen Felgen, KW-Variante 4-Fahrwerk, Spoiler haben wir jetzt noch bekommen vor der Messe. Und, ja geil. So. Zwei Fragen habe ich noch. Was ist dein Lieblings-BMW? Ja, okay. Einfache Frage. Wenn du hier irgendwas zusammenbauen dürftest und auf nichts Rücksicht nehmen müsstest, was würdest du bauen? Wie sieht so dein Idealauto aus? Ja, was ich eigentlich schon immer mal Bock hätte, das ist ja ähnlich wie mit deinem Projekt, was ihr da mit dem Lambo macht. Also ich hätte eigentlich schon immer mal, wenn irgendwo mal viel übrig ist, einen Huracan, den komplett umbauen, richtig aufblasen. Das wäre halt noch irgendwie was, mir so im Kopf ein bisschen so vorstehen würde als Traum. Irgendwas einfach halt komplett Eskalation. Du machst es ja gerade, du weißt ja, von was ich rede. Aber das wäre vielleicht mal, was ich mir irgendwann mal realisieren kann. Wir bauen, oder sind jetzt gerade im Neubau auch noch, das ist erstmal wichtiger, bevor ich irgendwie solche Sachen mache, erstmal den Neubau fertigstellen, dann vielleicht Geld verdienen kann. Die Jungs bauen gerade eine neue Riesenhalle. Ja. Sobald die fertig ist, wird wahrscheinlich jede Eröffnung geben, ne? Ja, mega, wenn wir auf jeden Fall richtig mal so drei Tage Rampazamba machen. Vollgas, ne? Da werden wir auf jeden Fall auch vorbeikommen. Ja, ja, dann cool. Auf jeden Fall vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ja. Ich bin cool, auf jeden Fall mega cooles Team. Wenn ihr irgendwas BMW-mäßig habt, kommt hier vorbei. Euch wird auf jeden Fall geholfen. Danke schon mal. Bis sehen uns später nochmal, gell? Ciao. Ciao.